Irgendwann ist er da, der Tag, an dem das Kind am Weihnachtsmann zweifelt. Wie reagiert man da? Am besten, indem man ihm erklärt, wofür der Weihnachtsmann steht. Denn beim Beschenken von Freunden, Verwandten oder eben den Kindern geht es darum, ihnen eine Freude zu machen. Und zwar ganz bedingungslos. Deshalb, so kann man das Kind wissen lassen, gibt es nicht nur einen Weihnachtsmann, sondern genau genommen ganz viele. Und wenn das Kind will und es sich dafür bereit fühlt, kann es auch selbst zu einem kleinen Weihnachtsmann werden. Er kann sich überlegen, wem es eine Weihnachtsfreude machen möchte. Gemeinsam mit Mama und Papa oder alleine kann es dann etwas basteln oder einkaufen und geheim verschenken, so wie ein Weihnachtsmann das eben machen würde. Damit erhält man sich und vor allem aber dem Kind die Magie der Weihnacht.